Hi, ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategen. Unsere Aufgabe ist es, deine Internetseite im Netz auffindbar zu machen. In diesem Video erkläre ich dir den Begriff Suchmaschinenmarketing. Suchmaschinenmarketing wird unterteilt in SEA, Search Engine Advertising, also die bezahlten Werbeanzeigen, beispielsweise bei Google. Und dem Thema SEO, Search Engine Optimization, also der Suchmaschinenoptimierung. In beiden Fällen ist eine Keyword-Recherche notwendig. Erstmal musst du verstehen, wie deine Zielgruppe, deine Kunden, deine Nutzer nach dir, deinen Produkten oder Dienstleistungen letztendlich suchen und entsprechend diese Keywords auch unterteilen. Im SEA legst du dann sogenannte Kampagnen- und Anzeigengruppen fest. Also du gestaltest Werbeanzeigen zum passenden Keyword. Du suchst geeignete Landingpages auf deiner Internetseite, auf der letztendlich die Nutzer konvertieren sollen. Im SEO machst du das Ganze über die On-Page-Optimierung. Das ist auch unterteilt in der On-Site, also etwas, was auf der Seite passiert, mit dem Content und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite durch die Technik, dass deine Seite erstmal gecrawlt werden kann. Aber auch hier ist es so, dass in beiden Fällen auch eine Zielseite definiert werden muss, die letztendlich optimiert ist. Google gibt dir hier einen Qualitätsfaktor aus. Also je besser deine Werbeanzeigen gestaltet sind, passend zum Keyword und auch die Landingpage darauf ausgerichtet ist, desto besser ist dein Qualitätsfaktor, desto niedriger sind dann die Klickkosten. Im SEA kannst du sehr schnelle Erfolge nachweisen. Also du erstellst deine Kampagnen, Anzeigen, wartest, bis diese freigeschaltet sind. Oftmals passiert dies auch automatisiert und deine Anzeigen sind online und du merkst schon recht schnell, ob es funktioniert oder nicht. Also wenn du schnell Produkte oder Dienstleistungen verkaufen möchtest, ist SEA definitiv ein Kanal, den du nutzen solltest. Im SEO beschäftigst du dich neben dem On-Page natürlich auch mit dem Off-Page, also den sogenannten Backlinks. Du musst erstmal Vertrauen aufbauen, du musst Backlinks generieren, die Traffic generieren und so weiter und so fort. Im SEA stehen letztendlich die Kosten, also der sogenannte CPC im Raum. Du bezahlst pro Klick, pro Keyword, pro Klick. Das ist wiederum abhängig auch vom Qualitätsfaktor, den ich dir auch bereits erklärt habe. Im SEO ist es so, das Ganze ist nachhaltig und aber im Traffic kostenlos. Die SEA-Anzeigen kannst du natürlich auch erweitern um sogenannte Google Shopping oder Bing Shopping-Anzeigen. Also du spielst mittels einem Produktdatenfeed, ERN-Nummer, die Preise, Verfügbarkeiten und so weiter deiner Produkte. Und deine Produkte sind dann entsprechend mit Bildern online und du kaufst dir sozusagen darüber deinen Traffic für deinen Online-Shop ein. Im SEO dauert es einfach. Man spricht meist von mindestens 6, eher 12 oder mehr Monaten, bis Erfolge sichtbar sind und dein Traffic entsprechend steigt. Demzufolge brauchst du ein hohes Vertrauen in deinen Dienstleister, sei es einen Freelancer oder deine Agentur. Das sind die wesentlichen Unterschiede der beiden Kanäle. Der eine ersetzt nicht das andere. Du solltest immer bestmöglich beide Kanäle verwenden, denn es gibt zahlreiche Nutzer und auch Zielgruppen, die eher auf Werbeanzeigen klicken und andere letztendlich auf den organischen Kanal. Bespielst du beides, belegst du einfach in den Google SERPs, also in den Suchergebnissen, mehr Raum und demzufolge kaufst du dir oder holst du dir den bestmöglichen und effektivsten Traffic für deine Internetseite. Ich wünsche dir viel Erfolg.